Liebe Anleger, ich freue mich, dass ihr mir heute Abend zuschaut. Unser Thema heißt die besten Value-Aktien finden mit dem Piotrowski F-Score. Zudem stelle ich heute die aktuell 10 besten deutschen Aktien vor nach dem Piotrowski-System. Es sind sehr schöne Value-Aktien. Also die Screening-Ergebnisse, die rausgekommen sind, haben mich dann auch wirklich in der Tat begeistert. Josef Piotrowski ist Professor an der Stanford University. Er hat den F-Score schon im Jahr 2000 entwickelt. Damals hat er noch an der Universität in Chicago gearbeitet. Was ist der F-Score? Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Das Originalpaper von Piotrowski findet ihr hier. Ich habe das verlinkt und ich stelle euch jetzt gleich auch am Ende das PDF bereit, das ich gemacht habe. Dann könnt ihr den Link selber abrufen. Hier, das ist das Original Research Paper von Josef Piotrowski, mit dem er wirklich viel Anerkennung und viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Warum? Weil sein System den Markt deutlich schlägt. Mit der Short-Komponente, wenn er die überbewerteten Aktien shortet, kommt er auf eine Rendite von 24% pro Jahr. Sie müssen oder ihr müsst gerade nichts erkennen. Ich scrolle dieses Paper einfach durch, damit ihr seht, dass es sich wirklich um eine ausgereifte wissenschaftliche Publikation handelt und dass die Maßstäbe an wissenschaftliches Arbeiten mit Auswertungen und so weiter erfüllt worden. So, wo findet ihr den Piotrowski F-Score? Auf rankings.traderfox.com könnt ihr nun nach Aktien suchen. Wenn ihr nach einer Aktie sucht, dann geht hier eine Profilseite auf mit den Fundamentaldaten aus der Morningstar-Datenbank. Wir spielen hier die komplette Historie von Morningstar ein. Also ihr könnt hier bei deutschen Aktien bis 1999 gucken, wie sich die Bilanz- und GOV-Situation entwickelt, bei amerikanischen Aktien oft zurück bis 1980. Und hier ist auch das aktuelle Rating nach Piotrowski F-Score vorhanden. Ihr könnt natürlich auch über den Aktienscreener nach dem Piotrowski Score suchen. Unter Scoring-Systeme ist hier Piotrowski bereits eingebaut. Es werden hier in den nächsten Tagen noch weitere hinzukommen, zum Beispiel das System von Susan Leverman. Nun schauen wir uns aber an, was der Piotrowski F-Score darstellt. Er schaut sich 9 Kennziffern aus der Bilanz einer Firma an. Es gibt 3 große Kategorien. Es gibt die Profitabilität, die bilanzielle Verschuldungssituation und die operative Effizienz. Bei der Profitabilität prüft Piotrowski, ob die Kapitalrendite positiv ist, ob die Firma noch Geld verdient. Dann prüft er, ob der operative Cashflow positiv ist, ob die Kapitalrendite ansteigt, also ob sich die Renditesituation der Firma vielleicht sogar verbessert. Dann möchte er mehr Cashflow als Gewinn haben. Der Gewinn kann ja oft täuschen. Der Cashflow ist oft eine knallharte Bewertungskennzahl. Sie misst, wie viel freies Kapital eine Firma generiert, ein Geschäftsmodell generiert, und da sollte höher sein als der Gewinn. Dann misst Piotrowski den Verschuldungsgrad. Er will, dass die Verschuldung sinkt. Er will, dass die Liquidität steigt, gemessen am Current Ratio. Er will auch, dass die Firma kein neues Eigenkapital braucht. Oft werden diese Dinge ja verwässert durch die Aufnahme von Eigenkapital. Um das sicherzustellen, dass kein Eigenkapital, dass das nicht immer frisches Kapital aufgenommen werden muss, prüft er auch das. Wir können das mit der Morningstar-Datenbank bei TraderFox auch wunderbar jetzt abbilden. Die operative Effizienz ist dann die Kategorie C. Die Preissetzungsmacht der Firma soll steigen. Hier die Cross-Margin im aktuellen Jahr soll größer sein als im Jahr davor und auch die Produktivität soll zulegen. Das sind quasi Firmen, die das Geschäftsmodell bewerten, die messen, wie die Firma operativ vorankommt. Was ist der Sinn von diesem F-Score? Piotrowski hat sich Value-Aktien angeschaut.
günstig bewertete Aktie nach dem Kursbuchwertverhältnis. Ich lese vielleicht am besten hier diese Punkte mal vor, da habe ich das relativ gut auf den Punkt gebracht. Also worum geht es bei dem Piotrowski-System? Es geht darum, um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Wenn eine Aktienbewertung günstig ist, ist das ja eigentlich fast immer ein Hinweis auf ganz große fundamentale Probleme. Und Piotrowski hat gesagt, er schaut sich die Aktien an, die günstig bewertet sind nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis, die dann aber trotzdem einen hohen F-Score haben. Und das macht absolut Sinn, weil das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ja ein ganz klarer Gradmesser für Probleme. Firmen, die am Buchwert notieren, die unter dem Buchwert notieren, haben Schwierigkeiten. Wenn man nur auf Aktien setzt mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis, dann bricht einem das meistens das Genick. Und Piotrowski hat nun eben gesagt, er hat eine Qualitätskennzahl entwickelt, diesen F-Score. Und er schaut sich die 20% Aktien mit dem niedrigsten Kurs-Buchwert-Verhältnis an und dann kauft er die mit dem höchsten F-Score. Und diese Strategie hat in dem Testzeitraum, den er damals angewendet hat, eine Outperformance von 7,6% jährlich gebracht. Und das wird auch in aktuelleren Portfoliosimulationen bestätigt. Wenn man gleichzeitig die hoch bewerteten Aktien shortet, die einen niedrigen F-Score haben, kann man die Performance des Systems auf 23% pro Jahr erhöhen. Er hat damit in der Wissenschaftsszene für eine hohe Aufmerksamkeit gesorgt mit dieser Publikation. Erstaunlicherweise, meiner Beobachtung nach, wird die Strategie aber gar nicht so häufig angewendet. Warum? Weil man natürlich Datenbestände braucht, weil man natürlich Screening-Verfahren braucht, die eigentlich kein Privater hat. Erst ab heute, liebe Anleger, mit der Implementierung auf Aktienrankings könnt nun auch ihr dieses mächtige System anwenden. Und jetzt zeige ich mal, wie das geht. Ich wähle hier bei Aktienrankings mal als Universum Deutschland alle Aktien mit einem Handelsvolumen von über 1 Million Euro. Dann mache ich Scan-Kriterien. Ich screene nach dem Kursbuchwert. Hier, Kursbuchwert. Jetzt gucke ich mir eine Rangliste an, wo das Kurs-Buchwert-Verhältnis so groß wie möglich ist. Aber für mich ist nur das untere Fünftel interessant. Also die Ranglistenplätze von 0-20%. Das ist jetzt wichtig, dass ihr das verstanden habt, was wir hier machen. Wir führen ein fundamentales Ranking durch. Wir nehmen als Faktor das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wir bilden eine Rangliste, bei dem das Kurs-Buchwert-Verhältnis so groß wie möglich ist. Und dann schauen wir uns aber nur die unteren Ranglistenplätze 0-20% an. Ich mache das mal. Ich führe das Screening mal durch. Hier den Piotrowski-Score habe ich noch eingestellt. Diese deutschen Aktien kommen raus. Die ordne ich jetzt nach dem Piotrowski-Score. Also sprich, die deutschen Value-Aktien mit dem höchsten Piotrowski F-Score stehen ganz oben. Und hier kommen Ergebnisse raus, die mich wirklich begeistern. Wir haben eine Max Automation, ein Anlagenmaschinenbauer, den ich eigentlich auch ganz gut finde. Wir haben Nordex und die trendet sogar schon. Die hat hier sogar schon schöne Aufwärtstrend. Wir haben Nordex als Top-Value-Aktie nach Piotrowski. Wir haben jetzt eine Leonie nach diesem brutalen Abverkauf als Top-Value-Aktie nach Piotrowski. Wir haben Salzgitter und Heidelberg Zement. Von Heidelberg Zement bin ich auch ein ganz großer Fan. Die Aktie wurde abgestraft nach einem schlechten Quartal, aber die haben so ein großes und eigentlich stabiles Geschäft in der Baubranche, dass ich denke, hier kann man auch zugreifen. Hornbach Baumarkt, Tabak-Lloyd-Aktien. Also ich bin mit dieser Trefferliste komplett einverstanden. Und wenn man ein Portfolio nach Piotrowski bildet, kann man zum Beispiel hier die Top 10 Aktien nehmen und diese dann ins Depot kaufen. Und dann zum Beispiel alle 3 Monate umschichten oder alle 6 Monate. Ja, so kann man ein Screening nach dem Piotrowski F-Score durchführen. So, jetzt wird gefragt, ob das auch bei Quality Invest investierbar sein wird.
Qualit Invest. Was ist das? Qualit Invest ist die Vermögensverwaltung von TraderFox in Zusammenarbeit mit der Vermögensverwaltung Dialogvermögen in Stuttgart. Dort kann man Geld in regelbasierte Anlagestrategien investieren, und zwar in Form von Direktinvestments über Aktien. Sehr viele Menschen haben in High Quality Alpha Selection investiert und die sind sehr glücklich damit. Wir bekommen hier fast täglich Dankeschön-E-Mails, weil wir dieses Investmentsystem verfügbar gemacht haben. Genau, und die Frage war, wird Piotrowski auch hier über Quality Invest verfügbar gemacht? Die Antwort auf diese Frage ist, bis jetzt haben wir darüber noch nicht nachgedacht. Darum wirklich danke für diese Frage, aber wir haben bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Ich kann das ja beim nächsten Meeting mal besprechen, ob das interessant ist. Es ist immer sehr aufwendig, die Strategien hier aufzusetzen. Von daher kann ich das jetzt nicht so einfach versprechen. Ja, wäre das Interesse denn da? Gibt es hier ein allgemeines Interesse, dass wir sowas einbauen, auch Quality Invest? Okay, es melden sich schon einige. Gut, dann schauen wir mal. Okay, die Strategie geht so, wie gerade angewendet. Die Aktie notiert unter den 20% der Aktien mit dem niedrigsten Kurs-Buchwert-Verhältnis. Die Aktie wird mit dem höchsten F-Score gekauft. Eigentlich ganz einfach. Mir gefällt die Herangehensweise. Wir spielen den Value-Faktor. Wir wissen aber gleichzeitig, dass dieser Value-Faktor hochproblematisch ist, weil er für eine höhere Volatilität sorgt. Firmen mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis stehen unter finanziellem Stress. Die haben Probleme. Und um diese Probleme in den Griff zu bekommen, nutzen wir diesen Qualitätsscore, diesen Qualitäts-F-Score von Piotrowski. Und damit schaffen wir es, ein Value-System mit sehr hohen Renditen auf die Beine zu stellen. Ich stelle dieses PDF jetzt hier zum Download ein. Moment. Ich stelle dieses PDF jetzt für alle Webinarteilnehmer hier zum Download bereit. Es lohnt sich immer bei TraderFox Webinaren mit dabei zu sein, weil ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich am Ende immer Unterlagen bereitstelle. So, müsste angekommen sein, oder? Ist die PDF angekommen? Sehr gut. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir treffen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.